Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich mit euch über ein Thema sprechen möchte, das aktuell wieder durch die Schlagzeilen geht. Und zwar gibt es ja jetzt eine neue Umfrage, dernach zufolge unser Kanzler an Zustimmung in der Bevölkerung verloren hat. Sage und schreibe 12%. Interessant finde ich dabei, dass kaum aufgeführt wird dabei, dass von der Ampel so ein paar Sachen beschlossen worden sind, die bis heute nicht umgesetzt worden sind. Fangen wir mal an mit den Spritpreisen. Die sind immer noch über 2 Euro. Also der Liter Diesel, ich habe vorgestern getankt, für sage und schreibe 2,03 Euro den Liter Diesel. Also immer noch nicht günstiger geworden. Dann hieß es 100 Euro Bonus für die Kinder. Die sollen jetzt im Juli ausgezahlt werden. Also auch so zum Thema schnell und unkompliziert, nicht wirklich. Ich glaube, Anfang März wurde das Ganze beschlossen und wie gesagt, jetzt heißt es, dass also im Juli mit dem Kindergeld diese 100 Euro pro Kind ausgezahlt werden sollen. Die 300 Euro Energiebonus ist jetzt auch so durchgesickert, die sollen im September kommen. Ja, klasse. Also ich habe meine Stromnachzahlung jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen vor mir. Also ich habe jetzt meinen Zählerstand, muss ich mitteilen und das heißt, ich denke mal, die werden jetzt die nächsten Tage abrechnen. Auch nicht so ganz wirklich, ne? Wir haben jetzt April, Mai, lass mal meine Nachzahlung im Juni oder Juli fällig werden. Dann reden wir über 2 Monate, die das dauert, bis diese 300 Euro kommen. Und dann reden wir immer noch über die Nebenkostenabrechnungen, Stromabrechnungen von 2021. Und nicht die jetzt aktuellen, die ja wesentlich höher gewichtet sein werden. Also wie sieht das nächstes Jahr aus? Da ist auch noch nichts zu gesagt worden. Dann, ja, eine Abstimmung im Bundestag, in der 686 Mitglieder der Lieferung von schweren Kriegswaffen an die Ukraine zugestimmt haben. Und Scholz ist nicht anwesend, pfeift aber für eine andere Abstimmung eine gewisse Frau Baerbock zurück. Also auch interessant. Und dann wundert man sich, dass die Zustimmungswerte sinken. Für mich persönlich eine logische Konsequenz dieses Verhaltens. Aber naja, was soll man dazu sagen? Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch mal, ob ihr überhaupt mal mit dem zufrieden wart. Ob ihr sagt, das ist mein Kanzler oder das ist nicht mein Kanzler. Würde mich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Und wie findet ihr das, dass jetzt im Juli da diese 100 Euro Kinderbonus gezahlt werden sollen und im September die 300 Euro an die Arbeitnehmer, wo ja wieder Hartz-IV-Empfänger raus sind, die kriegen zwar nochmal 100 Euro zusätzlich pro Kind, Rentner sind raus, Geringverdiener, die keine Dings, also es sind einige raus, die da nicht von profitieren, aber naja, eure Meinung gerne in die Kommentare. Liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber. Genauso natürlich über neue Abonnenten. Wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, werdet ihr mir über meine neuesten Sinneswandlungen informiert. In dem Sinne, bis zum nächsten, euer Mike.